Hey, herzlich willkommen in der Fahrerkabine. Heute geht es um den Latz XL. Das ist der große, lange Latz, den wir hinten am Schutzblech befestigen für den Schutz von Kinder- und Hundeanhängern in dem Fall. Der ist geeignet für Schutzbleche, die eine Breite haben von 45 bis 50 mm. Uns liegt bei dem Rad hier, bei dem Owan, ein etwas schmaleres Schutzblech vor, funktioniert aber trotz alledem. So, ich nehme den Latz von der Verpackung runter. Habe hier unten drei Kabelbinder und benötige davon zwei und habe einen Ersatzkabelbinder in dem Fall. Ich stecke den Kabelbinder durch das bereits gestanzte Loch. Sieht man schön, kommt die Spitze raus, ziehe den durch, fertig und mache das auf der anderen Seite genauso. Habe die Kabelbinder fertig. Es ist darauf zu achten, dass ihr den montiert an einer Position bei einem Schutzblech, wo die Schutzblechstrebe relativ niedrig zum Ende ist. Habt ihr ein anderes Schutzblech, zum Beispiel wo die Streben hier oben sind, dann würden wir einen anderen Latz empfehlen, den Latz Snap als Beispiel. Ansonsten legt euch noch ein Multitool bereit, dass ihr gegebenenfalls die Schutzblechstrebe etwas in der Länge einstellen könnt, falls das zu nah am Reifen dran ist, und reinigt ruhig vorher das Schutzblech, damit hier der Sand und Dreck nicht drunter ist. Dann nehmt ihr den Latz, legt den an und befestigt erst auf der einen Seite das Kabelbinderchen. Das ist ja in dem Fall ein kleiner Kabelbinder. Und dann auf der anderen Seite. Kleiner Hinweis hier, zieht den Kabelbinder noch nicht ganz fest, sodass ihr noch ein bisschen Bewegungsfreiraum habt. Geht hier auf die andere Seite und geht auch dort durch die Riese durch. Schließt das ein bisschen. Dann nehmt ihr euch beide Kabelbinder und zieht sie am besten sehr gleichmäßig fest, damit der Latz ganz gut sitzt. Wir haben ja hier einen etwas größeren Latz, deswegen haben wir jetzt hier oben in dem Fall einen etwas größeren Abstand. Je nach Breite des Schutzbleches legt es sich ein bisschen enger an. Das ist also für denjenigen, der sagt, ah, das ist mir aber nicht ästhetisch genug, dann würde man halt nochmal gucken, ob man einen anderen Latz von der Breite nimmt. Ja? Aber die tatsächliche Funktion, die hier erfüllt sein sollte, ist natürlich trotz alledem erfüllt. Nehmt dann am besten einen kleinen Seitenschneider, kürzt direkt die Kabelbinder und achtet darauf, dass ihr am besten nicht in den Reifen reinschneidet. Ist aber eigentlich nicht so ein Problem. Ja, danke fürs Zuschauen, und habt ihr eine Frage, einen Hinweis, meldet euch bei uns, einfach anrufen oder Mail schreiben direkt in die Kommentare. Und in dem Sinne, einen schönen Nachmittag. Ciao.